Das wird genial! Das wird genial! Ja, wirklich, das ist, ich verstehe, ich sehe schon die Leuchtschrift, Riesenlettern, ja? Severin Gröbner! Bisschen kleiner drunter, Christian Moser. Und die Monster des Alltags, das Event des Jahres. Der Liebeswahn. Lateinisch Amoris Ardor. Da ist sie. Da. Oh, sie ist so schön. So. Sie hat so einen anmutenden Gang und so liebe kleine Ohrläppchen. Schön geschwungene Augenbrauen. Ein edles Gesicht und anbetungswürdige Nasenlöcher. Ich liebe ihre Nasenlöcher. Die sind so unglaublich so leer. Und es kommt so ganz süßer Rotz heraus. Ganz. Wirklich, weil gestern habe ich es gesehen, da hat es nicht geschnalzt. Aber nicht normal geschnalzt, sondern so. So was Herziges! Wird der Liebeswahn jedoch, was zwangsläufig irgendwann passieren muss, mit der Realität konfrontiert, dann stellt sich schnell der Selbstzweifel ein. Doctrina patefacensia. Der erbitterte Kontrahent des Selbstzweifels ist der Übermut, lateinisch supralatio velata. Dieser Propagandist des Monsterreichs vertuscht mit seinen Durchhalteparolen alles, was der Rebell möglicherweise aufdecken könnte. Gegen differenzierte, aber schwer verständliche Analysen setzt er griffige Slogans im Stil von "Ich bin halt so" oder "Glaube nicht arrogant, aber ich kann es mir auch leisten". Übermut und Selbstzweifel befallen meist gemeinsam dasselbe Opfer und bekämpfen sich dabei ständig. Während der eine seinen Auftritt hat, bereitet der andere schon das Dementi vor. Ja, und dann kann man auch ganz leicht dem nächsten Monster zum Opfer fallen, nämlich dem Selbstmitleid. Misericordia musica. Das Selbstmitleid bringt ein wenig Glamour in die Monsterwelt. Als Sänger und Songschreiber fabriziert es unwiderstehliche Ohrwürmer von gnadenlosem Pathos. Findet es ein genügend angeschlagenes Opfer, setzt es sich zu ihm und versichert dem Ärmsten sein tiefes Mitgefühl. Und dann singt das Selbstmitleid. Und zwar nur für sein Opfer.
Der so besungene, stolz auf seine herausragende Tragik und sein beispielloses Leiden, singt das Lied jedem vor, der es hören will. Und allen anderen auch. Hallo. Wie geht's? Mir geht's schlecht. Warum immer ich? Warum, warum, warum immer ich? Warum immer ich? Warum immer ich? Warum, warum, warum immer ich? Warum du und ich? Warum immer du und ich und ihr du und du und ihr und ihr und du und du und ihr und ihr und du und du und ihr und du und ihr und du und du? Sie brauchen übrigens nicht mitschreiben. Das Manuskript zur Vorlesung können Sie dann im Anschluss käuflich erwerben. Dann gehen Sie nach Hause und denken ein bisschen über Ihren persönlichen Materialismus. Das wird genial!